Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Risen 3 Titan Lords. Oh! Oh! Aha! Eine Kristallhöhle. Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Armer Ira, was glaubst du eigentlich, was das da ist? Die Erbauer sind wohl ein fröhliches Völkchen gewesen. Sag mir jetzt nicht, dass ihr mit den Schatten unter einer Decke steckt. Sag mir jetzt nicht, dass ihr mit den Schatten unter einer Decke steckt. Den Schatten? Was redest du da? Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn deine Erklärung dafür? Ja? Was ist dann deine Erklärung dafür? Wir haben schon viele Deutungen dieser bizarren Feldstruktur diskutiert. Doch war bisher keine davon wirklich schlüssig. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein. Sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein, das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Das Portal absorbiert magische Energie, sagst du? Du weißt aber hoffentlich schon, dass das Ding gefährlich ist. Absorbiert magische Energie. Das Portal absorbiert magische Energie, sagst du? Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin? Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Da ist irgendwas faul, oder? Das ist ja mega faul. Mir wundert es gerade, dass ich das nicht gesehen habe. Huch. Als ich damals hier mit den Papageien geflogen bin. Ja, okay, von hier aus schon. Man sieht nicht, dass es eine Dingshöhle ist. Okay, ich dachte, das wäre ein Vorkommen wahrscheinlich von Kristalldingens. Okay. Habe ich nichts gespoilert. Mich selbst nicht und euch nicht. Gott sei Dank. So, na dann. Da geht ein Truthahn spazieren. Hast du hier unten Schatten gesehen? Schaut nichts aus. Da vorne ist aber schon was. Ein Haufen Käfer, glaube ich. Es hat mal gespeichert, aber ich werde trotzdem auch selbst noch speichern. Ja, bitte. So, dann gucken wir mal, ne? Okay. Und wann wollte Zacharias mir davon erzählen? Felsenspinnen schon mal. Okay, aua. Autsch. Ja, ja, schon gut, ey. Ah ja, Captain Morgans Dings könnte ich auch noch anziehen, ne? Seine Kleidung. Könnte ich mir auch mal anschauen. Oh. Ja. Danke, Jafar, mein kleiner Freund. So. Felsspinnchen, da drüben ist noch eine. Stimmt, das habe ich euch irgendwie auch vorenthalten, ne? Irgendwie, also morgens neue Ausrüstung oder seine Ausrüstung besser gesagt. Okay, ja, das passt farblich. Oh ja, das nehme ich. Das passt farblich besser zu unserem Dämonenjäger. Schaut mit Mantel aus. Oh, okay, ja, das schaut schon nicht so schlecht aus. Ja, ja. Es hat schon irgendwas.
Okay, und sie ist auch stärker. Ich werde mir, glaube ich, derweil mal die Rüstung hier anziehen. Einfach weil sie gut ausschaut. Und auch was kann, tatsächlich. Ja. So, Füße, Beine, bla bla bla. Haben wir alles an? Ja. Schaut gut aus. Ja, ich glaube, das Gesamtbild ist nicht schlecht, oder? Man kann es halt auch super kombinieren dann, wenn man möchte, mit der Speerrüstung. Ne? Farblich passt es recht gut zusammen. Die Stiefel jetzt zwar nicht unbedingt, aber das ist schon okay. Schau mal, da haben wir ordentlich Schutz auch. Das ist schon okay dabei. Das passt schon mal. So, jetzt sind hier Felsspinnen. Das ist jetzt aber nicht so super. Da hinten sind noch welche, ha? Warte, ich wechsle mal kurz ruck. Oh, da drüben noch was. Ja, da sind noch mehr. Hallo! Bäm. Sehr gut. Ich mag die Waffe, die ist gut. Oh, jawohl. Okay. Komme ich hier lebend rüber? Da müsste ich fliegen, ne? Okay, dann lieber vielleicht doch von der anderen Seite. Hallo, Jaffa. Alles gut? Vielleicht dann doch lieber von der anderen Seite. Ich hoffe, ich komme hier nochmal hoch. Ja, geht's. Alles gut. Da. Schauen wir mal. Ja, ja, du armer Teufel. Schnauf nur. So. Eine Brücke. Eingestürzt ist sie nicht, das ist gut. So. Und ich glaube, jetzt speichere ich mal. So, um sicher zu gehen. So. Wahrscheinlich... Ah, was haben wir denn da? Einen Eisengolem. So, Jaffa hilft auch brav mit. Ja, das war echt nicht schlecht. Ja. Richtig. Das war echt nicht schlecht. Bin entzückt. So. Ist das jetzt Zacharias? Wie war er jetzt vor uns hier? Hat er jetzt den anderen Weg drüben genommen? Mit dem... Okay, ich speichere das mal. Das ist mir jetzt gerade etwas komisch. Hallo? So, du bist also schon hier. Natürlich. Ich bin ja auch geflogen. Ah, das ist ja ein toller Trick. Ja. Vor allem kommt man so unbehelligt an den ganzen Viechern vorbei. Wieso erzählst du mir nichts davon? Oh, ich hatte wohl versäumt, dich vor den Gefahren dieser Höhle zu warnen. Wir hatten sie schon einmal von den ganzen Monstern gesäubert. Sie kommen jedoch immer wieder. Ja. Mistkerl, willst du mich umbringen? Na, schon gut, ich bin ja jetzt hier. Schon gut, ich bin ja jetzt hier. Ja. Ich habe einige sehr interessante Dinge erfahren über dieses Kristallportal. Es ist völlig unversehrt. Ach was. Der Energiestrom des Reaktors kann hierher umgeleitet werden, um es zu aktivieren. Kollektiver Selbstmord. Großartige Idee. Warum sollen wir das wollen? Ja, genau. Warum sollten wir das wollen? Das Ding schlägt eine Brücke ins Reich der Schatten. Schon vergessen? Du willst deinen Geist zurück. Und da steht das Werkzeug, um ins Reich der Geister zu gelangen. Denk doch noch einmal darüber nach. Hm. Aus einem bestimmten Grund konnte dieses Portal hier errichtet, jedoch nie geöffnet werden. Du redest von der Insel und ihren Kristallen. Die magische Energie hier an diesem Ort machte es den Schatten unmöglich, das Portal aus dem Schattenreich heraus zu öffnen. Ja, und darum haben sie jetzt auch sicher das Interesse daran verloren. Okay. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Darum habt ihr hier auch keine Schergen der Unterwelt angetroffen. Ja, genau. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Ja. Es passt alles zusammen.
Das ist die Gelegenheit, um einen Blick auf die andere Seite zu wagen, ohne ihnen in die Arme zu laufen. Was meinst du? In Ordnung. Starte das Ding, bevor ich es mir anders überlege. Gut, dann trete beiseite. Ich muss mich konzentrieren. Na dann. Das wäre geschafft. Nun geh und erfülle dein Schicksal, mein Sohn. Danke, danke. Alles klärchen. Ich denke, ich darf das schon machen. Ich werde mal speichern, natürlich. Das Einzige, was ich richtig gut kann. Und dann schauen wir mal. Kristallportal. Muss ich das anklicken? Wahrscheinlich. Ja. Was mache ich hier eigentlich? Was soll's? Wird schon schief gehen. Ich habe eh gespeichert. Mach dir nicht ins Hemd. Schauen wir mal, wie es ausschaut da drüben. Wenn nichts hilft, dann müssen wir noch die anderen Quests machen. Ich hoffe, das ist aber eigenständig. Oh! Das Kristallportal auf Taranis. Was ist hier los? Das ist nicht die Welt, die ich kenne. Und auch doch. Wir waren ja schon ein paar Mal da. Die Geisterwelt, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich wieder rausfliege, wenn ich hier mich zu sehr umschaue. Ich würde schon gern diesen Seelenstaub einsammeln. Nach Möglichkeit. Tau. Den kennen wir aber, glaube ich, auch, oder? Tau. Schnell. War das von Risen 2? Ich glaube, vielleicht. Werden wir gleich wissen. Hallo. Was geschieht mit mir? Du hast die Schwelle der Sterblichkeit überschritten. Du bist nun ein Grenzgänger. Aber was bedeutet das? Dein Geist steht hier vor mir, doch dein Körper weilt noch an einem anderen Ort. Du bist tot. Und doch auch lebendig. Ein Werkzeug der Schatten und auch nicht. Dein Schicksal ist noch nicht geschrieben. Noch kannst du es lenken, doch nur noch für kurze Zeit. Nutze sie, bevor es für dich zu spät ist. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Tau, Hüter der Insel der Toten. Ich bin wie du, ein Reisender zwischen den Elementen. Ja, genau. Ich stehe zwischen dem Tod und den Lebenden. Ja. Du kommst von der Insel der Toten? Wie kommst du hierher, Insel der Toten? Du kommst von der Insel der Toten? Einst war sie der Hafen vieler verlorener Seelen. Heute ist sie nur noch leeres und totes Land. Genau. Die Schergen des Schattenreiches haben alles vernichtet. Die Geister irren nun rastlos im Schattenreich umher, auf der Suche nach Erlösung. Wie kommst du hierher? Wie kann man die Schatten aufhalten? Wo ist mein Geist? Wie kommst du hierher? Wie kommst du hierher? Ich bin auf einer langen Reise durch die Elemente. Sie sind ins Ungleichgewicht geraten in den letzten Zyklen. So habe ich nach dir gesucht. Nach mir? Ja. Du bist derjenige, der die Veränderung bringen wird, Grenzgänger. Trotz allem, was mit dir passiert ist, bist du stark. Und dein Wille ist immer noch ungebrochen. Durch deine Hand kann das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt werden. Wie kann man die Schatten aufhalten? Wie kann man die Schatten aufhalten? Dein Feind ist nicht unverwundbar. Doch er ist gefährlich und verfolgt seinen Plan mit Geduld und Hinterlist. Mhm. Ich kann nicht sehen, wer den Kampf um Leben und Tod gewinnen wird. Dass dein Schicksal eng mit dem Geschick der Menschen verbunden ist. Du musst deinen Weg gehen, Grenzgänger. Er ist noch lang. Doch am Ende wirst du die Entscheidung herbeiführen. Sehr schön. Das ist nur Laberei, nichts Konkretes. Also können wir den Krieg gegen die Schatten gewinnen? Ja. Also können wir den Krieg gegen die Schatten gewinnen? Zerstöre die Kristallportale der Schatten.
Sie sind der Quell und Werkzeug ihrer Macht. Nur so wirst du die Armee der Finsternis aufhalten können. Das lag irgendwie auf der Hand. Wo ist mein Geist? Wo ist mein Geist? Du selbst bist der Geist, den du suchst. Nur im Traum hast du und dein Körper einen kurzen Moment der Vereinigung. Ja, so etwas habe ich schon befürchtet. Der Weg, den ihr gemeinsam eingeschlagen habt, wird euch an einen großen Scheideweg führen. Ihr könnt euch und die Welt vor den Schatten retten. Doch höre, ihr dürft niemals gänzlich eure Menschlichkeit verlieren. Sonst bist du für immer verloren und dein Körper wird am Ende selbst zu einem Schatten. Okay, warum kann ich nicht einfach durch das Kristallportal gehen? Ich will hier schnell wieder weg. Na, Kristallportal. Warum kann ich nicht einfach durch das Kristallportal gehen? Das kannst du tun. Doch das Portal ist ein Werkzeug der Schatten. Du würdest dabei großen Schaden nehmen und dein Körper würde sterben. Du musst einen sicheren Weg finden, dich mit deinem Körper zu vereinen. Okay. Ich will hier schnell wieder weg. Ich will hier schnell wieder weg. Ich kann die Verbindung zu deinem Körper wieder trennen. Aber warte. Ich höre einen Schattenlord. Er hat uns entdeckt. Schnell! Du musst... Da? Okay. Ein Schatten dort, na großartig. Der heiligen Flamme sei Dank. Du bist wieder da. Ja. Du warst einige Stunden fort. Stunden? Stunden? Es kommt mir vor, als wären es nur Minuten gewesen. Was hast du gesehen? Ich weiß jetzt, wo mein Geist ist. Wir müssen hier weg. Das Portal muss sofort geschlossen werden. Ich weiß, wo mein Geist ist. Ich weiß jetzt, wo mein Geist ist. Du warst also wirklich im Reich der Schatten? Ja. Aber ich glaube, die Schatten haben mich gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Und ist schon da. Ja. Okay. So, nach Möglichkeit erschießen. Boah, alter Schwede. Okay, nach Möglichkeit mal was trinken. Ich wollte mich jetzt die ganze Zeit stärken, aber das haut... Ich wollte gerade sagen, es haut nicht hin. Doch, tut schon. Aua. Okay, was trinken. So. Ich muss gleich zuerst den Schatten dort killen, damit ich Ruhe habe. Bäm. So, gut, der erste ist mal hin. Zack, du bist dran. Du Mistkerl. Au. Ich muss was trinken. Au. Ja, der ist jetzt erledigt, sehr gut. Bäm, jetzt bist du dran. Ich hoffe, dass Zacharias noch lebt. Ja, er macht noch Feuerangriffe, da ist alles gut. Der ist auch erledigt. Gut. Alle tot? Nice. Gut. Passt. Schön. So. Oh, Jafar. Danke, dass du so brav mitgemacht hast. Ich suche noch schnell Schattenwaffen zusammen. So, und auch das schwarze Herz nehmen wir gerne mit. Da. Ja, bitte, war jetzt nicht so schlimm, oder? Ich hoffe nur, dass Tau, dass es ihm gut geht. So. Ich brauche deine Hilfe bei dem Geisterritual. Jetzt sind deine Forschungen an dem Ding wohl beendet. Ja. Jetzt sind deine Forschungen an dem Ding hier wohl beendet. Ja, ich fürchte, wir müssen uns nun um die Bedrohung durch das Schattenreich kümmern. Ich hätte nicht geahnt, dass die Schatten mit solchen Mitteln agieren. Das muss ich unbedingt in meinen Unterlagen vermerken. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe.
Deine Arbeit hier ist doch erledigt. Ich brauche dich beim Geisterritual. Deine Arbeit hier ist erledigt. Ich brauche dich beim Geisterritual. Du meinst es wirklich ernst damit, ja? Ja. Woher hast du dieses Wissen um deinen Geist und das Ritual eigentlich? Aus den alten Schriften in Kalador. Eldrick half mir dabei. Kalador, sagst du? Eldrick, der Druide, ja? Ich kenne Eldrick gut. Er würde dich nicht zu mir schicken, wenn er sich nicht sicher wäre. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Danke. Sag mir, wo das Ritual stattfinden soll, und ich werde da sein. Tja, wo der richtige Ort dafür ist, weiß ich noch nicht. Das macht nichts, mein Junge. Du wirst ihn schon noch finden. Verlass dich auf mich. Sobald du dein Ritual abhalten willst, werde ich da sein. Danke. Ach ja, und sage Neron auf der Galeere, dass er dich auf dem Meer ab jetzt unterstützen soll. Oh, cool. Dankeschön. Das ist ja prima. Das heißt, hier kann ich dann immer in die Welt der Geister reisen, oder was? Kann ich das nochmal probieren? Ich speichere kurz. Nicht, dass irgendwas passiert. Was Schlimmes. Zerstören. Muss ich das zerstören? Jupp, muss ich. Leider. Gut. Tada. Aber wenn die Arbeit hier eh erledigt ist, dann passt das, glaube ich, schon. Zacharias, darf ich dich jetzt... Kristallportal auf Taranis ist vernichtet. Das Kristallportal auf Taranis ist vernichtet. Das ist auch gut so. Ich bin froh, dass du unser Portal ins Reich der Schatten wieder schließen konntest. Ich hatte schon befürchtet, dass sich die Schatten über ganz Taranis ausbreiten. Gut gemacht, mein Junge. Gut. Hätten wir das auch. Ja. Was muss, das muss, nicht wahr? So. Ja, ja, schnauf du nur. So, nächstes. Kila war, glaube ich, so ein Ding jetzt, ne? Da gibt es auch noch ein Kristallportal, was ich mich jetzt noch erinnern kann. Als Meldung. Ja, selbstverständlich gibt es eins. Und zwar bei dem Gebiet, wo man nicht hinkonnte, nicht wahr? Das werden wir machen. Da werden wir vielleicht Bones mitnehmen. Schauen wir mal. Aber jetzt werden wir mal runter uns porten. Zuerst gehe ich pennen, glaube ich, oder? Oder? Nein, porten tue ich noch nicht. Was habe ich vergessen? Die Quests abzugeben, nicht wahr? Da gibt es ja noch ein paar Quests. So. Und zwar die Quest mit dem Essen, ne? Jetzt ist die Frage, ob die Herren noch wach sind oder ob sie schon alle geschlafen sind. Na, da ist er ja. Hallo, Lumbrock. Delikatessen. Was deine Delikatessen angeht. Schau mal, was ich hier dabei habe. Hier deine Spezialitäten. Das war eine ganz schöne Lauferei. Dabei habe ich hier bitte. Ich schau mal, was ich dabei habe. Einen schmackhaften Schinken. Einen exquisiten Käse, einen aromatischen Wein, ein paar zarte Muscheln. Ich glaube, das ist alles. Sehr gut. Bitteschön. Hier, deine Spezialitäten. Das war eine ganz schöne Lauferei. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Hier, du hast dir deine Belohnung redlich verdient. Ich kann ohnehin nichts damit anfangen. Danke. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Kleine Steintafel erhalten, okay. Da muss ich noch ein bisschen nachschauen, was das ist. Feuerregen, Magie hat einen Haufen. Fällt das jetzt unter Plunder? Wie war das? Kleine Steintafel? Altes Amulett. Ob ich das so, wird das schon eher ein Questgegenstand sein, denke ich mal. Ich wollte nur mal schauen. Kleine Steintafel. KKK. Klein, klein, klein. Altes Wissen. Bla, bla, bla. Stein, Dings, bla. Letzte Worte. Kristall.
Rohstahl, Rezepte, Baupläne, Schaufel, bla bla bla. Glücksbringer, Kristallgeschichtel, Runen, bla bla. Na, ist nichts dabei. Okay, wollte nochmal schauen. Na, ich bin nichts, das passt schon. Tschüssi. Und dann haben wir noch einen lieben Gnom. Ah, wer war da schnell? Welcher Gnom war das schnell? Oi, 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 oi. Vielleicht nehme ich die Quest raus. Also zum Nachschauen. Wäre besser, ne? Warte, warte. Und zwar, wir haben Auriculki-Geschichte, ne? Glasauge, Piratenflagge, neue Range, bla bla. Reich der Schatten, Kalador. Hexenjagd. Büchersuche, Kilas, daran ist Kalador, da, daran ist da. Bringe da Auriculki. So. Seekorten, der ist da heraus, war er. Genau, richtig. Da wird er sich freuen. Genau, da war er. Stimmt, kann ich mich schon wieder erinnern. Aber jetzt ist die Frage, ob er auch in der Nacht da ist. Look mal einfach mal. Kleiner, süßer Gnomi. Da, zack hier. Ich hab was für dich. Ich hab dein Auriculki schon wiedergefunden. Was? Du musst sein größte Tief von Homies. Selbst bei Matar fand Zaubermännern Auriculki nicht sicher. Zakir behält Auriculki jetzt bei sich. Gralle Blemo für Gno, wenn werden beklaut. Hier Tredogemo für Auriculki. Dankeschön. Sehr, sehr nice. Haben wir das auch geschafft? So, denn als nächstes. Das Reich der Schatten, Kristallportal, Kila. Ja, passt, dann ist Kila als nächstes dran, würde ich sagen. Jo. Würde ich sagen, okay, oder? Spitzel auf Kila, weibliche Reize können wir mit abschließen. Da haben wir jetzt einiges zu tun. Piratenallianz, Quisitor, Magier. Ah ja, da müssen wir nochmal schnell runter zum Hafen. Zum einen müssen wir das Schiff jetzt rekrutieren. Und zum anderen, das ist die Frage, ob ich das richtig mache. Wusch. Ob das jetzt reicht, wenn ich hier mit jemandem spreche, mit dem Kapitän, ob das passt. Oder ob ich jetzt oben bei den Magiern was hätte machen müssen. Aber normal, logischerweise, müsste hier, ne? Hallo, Neron. Du sollst mich mit deiner Galeere im Kampf gegen die Schatten unterstützen. Du sollst mich mit deiner Galeere im Kampf gegen die Schatten unterstützen? Ja. Echt jetzt? Aber... Befehl von ganz oben. Na gut, dann mache ich die Galeere sofort startklar. Wir treffen uns im Hafen von Antigua. Antigua? Ist das nicht dieses alte Piratennest? Genau das. Alles klar, das kenne ich. Also, auf nach Antigua. Sehr schön. Weitermachen. Er hört sich an, voller Entsetzen. Was? Das alte Piratennest? Ah ja, das kenne ich, kein Problem. Super. Perfekt. Hätten wir das auch. Dann ist hier noch der Lagermeister. Wahrscheinlich schläft. Na, der ist noch da. Hallöchen. Ich werde mal kurz speichern. Nein? Ja. So. Bitte. Danke. Hallo? Hast du jetzt wegen mal was der rausgefunden? Verdächtigen Bücher. Bist du schon fündig geworden? Tja, meine Suche war nur zur Hälfte erfolgreich. Wenn ich meine Bestandslisten richtig durchgegangen bin, dann kommen zwei Bücher in Frage. Eines davon wurde ins Magierlager geliefert. Mhm. Hör dich da einfach mal um. Das andere ist leider über Bord gegangen. Na großartig. Die See ist halt unberechenbar. Gibt es eine Möglichkeit, das Buch zu finden? Gibt es keine Möglichkeit, das Buch zu finden? Na, Treibgut wird für gewöhnlich früher oder später angespült. Oder von irgendwelchen Ungeheuern verschlungen. Vielleicht wirst du ja auf der kleinen Insel im Süden fündig. Danke. Insel im Süden. Da unten, die da. Da waren wir, glaube ich, schon mal.
Aber das werde ich mir jetzt als erstes anschauen müssen. Logbuch, okay. Reich der Schattenkristall, bla bla bla, Allianz Dingsbums. Verlorene Ladung, Buch über Bord, Markierung, Seekarte, das sollte jetzt da sein. Okay, hier und da. Gut, dann machen wir das zuerst, weil wir schon hier unten sind. Und dann werden wir nochmal rauf zu die Marke gehen. Halt, ich werde noch schnell was saufen. Ein Schluck Regenwasser, kann man immer brauchen. Sehr gut. Mit Mückenlarven, dann ist man auch gleich satt. So. Gut, dann da drüben. Kann ich schon wieder sprinten? Ja. Feiner Kerl. So, darüber ich muss. Ich glaube, da durfte ich rüber schwimmen. Werden wir gleich sehen. Ob ich absaufe. Ah, was haben wir denn da? Ein Leviathan. Okay. Wir haben hier unseren Freund Jafar mit dabei. Das wird schon. So. Boah. So. Hallo. Boah. Jafar, du darfst auch. Ja. Ja, mit den Erfahrungspunkten. So. Dann gehen wir da schon einmal rundherum. Da ist eine Muschel. Muschel. Und der Sandteufel. Und der Part ist zu Ende. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns die Insel hier an. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.